Hermann, brüllst du noch mal? Runter mit den Klamotten, ich will dich pur genießen. Wenn du deinen Schoko-Nikolaus beißt, dann knallt's. Ja, und die Bundesliga ist jetzt bereit für Werbepartner. Ne? Haben alle abgestimmt. Die Billy Boy Bundesliga. Ja, sicher. Erst eintüten, dann reinmachen. Bundesregierung Bundesliga finde ich geil. Ich würde das dem Lindner zutrauen. Dass er auf jeden Fall schon mal nachgehört hat bei dem stabilen Haushalt, ob man da nicht noch geschickt investieren kann. Was wäre der perfekte Partner für die Bundesliga? Haut mal in die Kommentare rein. Ne, Andi, wenn dich mal jemand spielen sieht von Audi, ne, dann ändert die ihren Slogan. Vorsprung statt Technik in Rückstand durch Grätsche. Ja, und in der Champions League, da sind die Bayern zum Anbeißen. Ne? Und in der Bundesliga, da ist richtig Feuer drin. Der Tuchel, der kann halt nur international. Ne? Und jetzt kommt der VfB Stuttgart. Der Gyrassi, der macht rund um die Allianz Arena erstmal einen Weihnachtsmarkt auf. Ja, sicher, hier eine Bude nach der anderen. Ne, Stefan, du kommst auch mit auf den Weihnachtsmarkt, weil du bist mein Punschkandidat. Da ist natürlich auch so ein Generationenwechsel beim FC Bayern München. Ne? Manuel Neuer 37, Thomas Müller 34. Aber Tommy Tuchel, der kriegt die top motiviert. Jedes Mal vorm Spiel sagt er, Manu, Thomas, kommt mal ran. Ihr seid für mich das Salz auf der Brezel. Und bevor ich die esse, mache ich das immer ab. Männer, Plätzchen backe ich mit euch keine. Ihr geht mir nämlich das ganze Jahr auf den Keks. Ja, zum BVB, da fällt mir gar nichts mehr ein. Ne? Mats Hummels, den kannst du bei dir auflaufen lassen, ne? Weil der geht ja gerne runter. Terzic, da fällt mir, das ist so ein Marketing-Typ. Der wäre bei so einer Werbeagentur Head of Communication. Viel labern, nichts erreichen. Komm mal beiseite, wir können ja mal, hier nochmal eine Konferenz da. Passt ja dann, ne, wenn der BVB in der Winterpause auf so einem Conference-League-Platz steht. Christian, top wieder, ne? Werd doch einfach Weihnachtsmann. Einen Tag Arbeit im Jahr, das ist perfekt für deine Work-Life-Balance. Beim 1. FC Köln spielt man mittlerweile mit Pfiff. Also von den Rängen. Nach dem Mainz-Spiel hat selbst der Stadionsprecher gesagt, vielen Dank für Ihre Geduld. Das haben wir noch nie mal geschafft hier. Timo Hüber oder wie der heißt, meinst du, ich kann das ja verstehen, dass die Fans mit unserer Leistung nicht zufrieden sind, aber wo muss man das denn gleich in Pfiffen ausdrücken? Verstehe ich auch nicht, würde gar nicht mehr hingehen. Wenn der Baumgart so könnte, wie er wollte, dann würde er sich alleine aufstellen und spielen. Ja, Mann, was frisst du da schon wieder? Hä? Notfall-Globuli? Das sind Rumkugeln! Rum! Kugeln! Ja, bei uns in der Kabine ist jetzt auch vorbei mit Sandwichmaker und Handy aufladen. Ne? Wir haben jetzt so Weihnachtslichterketten. Ja, sicher. Pünktlich. So Borussia Glück auf. Weihnachtsfeier. Ne? Das Gute ist, Weihnachtsfeier im eigenen Clubhaus, da hast du ganz kurze Saufwege. Boah, ich weiß noch, letztes Jahr Weihnachtsfeier. Ich kam rein und dann hat das schon so. Oh, das hat so geduftet, ne? Nach Suppe. Weil der Hermann, der hat statt Räucherstäbchen, hat er so Brühwürfel angezündet. Der Andi, fantastische Kekse mitgebracht. Die waren richtig lecker. Wie er meinte, die gibt's in so einem großen Sack für 4,99 beim Fressnapf. Ah! Stefan hat's wieder leicht übertrieben, ne, im letzten Jahr mit der Weihnachtsbeleuchtung bei uns auf dem Platz. Ne? Nach dem 8. Landeanflug von einem Airbus ne, haben wir die Lichter dann mal ausgemacht. So, ihr Kanonenköppe, ich hoffe, ne, ihr habt einen Dachboden entrümpelt und alles in der Wohnung verteilt. Habt ihr? Dann wünsche ich euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat seinen Staubsaugerroboter nach sich benannt, weil der ist so oft allein zu Hause.